So, guten Morgen, es ist jetzt Mittwoch, der 1. Oktober, etwa 19:30. Ich bin noch ein bisschen verschlafen, seht ihr wahrscheinlich in meinem Gesicht. Aktuelles Gewicht ist 83,4. Das ist eigentlich noch relativ hoch. Ich hoffe, dass es noch sehr viel Wasser ist in meinem Körper. Alles andere macht eigentlich keinen Sinn. Ich müsste schon ordentlich Fett verloren haben. Aber das werden wir in den nächsten Tagen sehen. Ich brauche doch nur 7 Stunden Schlaf. Ich track das ja wunderschön mit so einer App. Dum, dum, dum. Wo ist sie denn? Hier. Fokus. Ja, hier, damit track ich meinen Schlaf und um 23:43 Uhr bin ich ins Bett gegangen, 6:48 Uhr aufgestanden. 7 Stunden insgesamt und fühle mich richtig fit und freue mich aufs Training und ich hoffe, dass mein Finger hier das gut aushält. So, was für einen Pre-Workout-Booster nehme ich denn heute? Das sind beides hier außen selbstgemachte. Das ist zwar die Dose von Enno Exploder, aber da habe ich wieder selbstgemachtes reingetan. Das ist auch hier ein Booster, den ich mir selbst gemixt habe. Und das ist der Tunnelblick. Ich glaube, ich würde am liebsten täglich den Tunnelblick nehmen, weil der ist auch. Selbstgemachte Booster sind irgendwie nicht ganz so geil. Man braucht. Warte, ich zeig das mal. Oh shit. Man braucht unbedingt dieses Ding, was das so trocken hält, weil sonst verklumpen die so richtig hart. Und das ist schon, naja, das ist schon ein bisschen nervig. Außerdem kriegen die das bei solchen Boostern meistens besser mit dem Geschmack hin, als hier, wo ich einfach nur von MyProtein so eine Geschmackstüte rein tue. So, Kollegen, ich war trainieren und habe auch mein Cardio gemacht und bin auch schon heute mit dem Fahrrad zu verschiedenen Läden gefahren und habe Dinge gekauft, die man so braucht. Und jetzt ist es 2 Uhr, ich habe immer noch nichts gegessen. Das wird jetzt aber gleich gemacht und dazu diesmal was Besonderes. Ich habe mich ja die letzten Tage sehr clean ernährt, also so ernährt, dass ich auf jeden Fall nichts esse, was in irgendeiner Weise Unverträglichkeiten auslösen könnte. Das heißt, ja, hauptsächlich halt Fleisch und Gemüse, Obst wäre halt auch okay gewesen und so weiter. Aber also wichtig halt eben keine Milchprodukte, keine Getreideprodukte und keine verarbeiteten Produkte. Und ja, gestern habe ich damit dann natürlich schon aufgehört. Also da habe ich, also beziehungsweise habe ich 2 Ausnahmen gemacht. Da habe ich dann einmal die Schokolade gegessen, und also die sozusagen leicht verarbeitete Produkt ist und auch mir Getränkesirup gekauft. Aber anscheinend hatte das beides keine negativen Auswirkungen. Das finde ich sehr positiv. Meine Haut ist immer noch relativ rein. Das, was ihr seht, das sind nur Dinge, die noch verheilt werden. Ich weiß nicht, die noch verheilen müssen, aber sonst sind eigentlich überhaupt keine Pickel oder irgendwie sowas, Unreinheiten auf meiner Haut. Und
Ja, jetzt werde ich langsam halt entsprechend verschiedene Nahrungsmittel, auf die ich vorher verzichtet habe, wieder einführen. Vor allem heute werde ich starten mit Whey. Und dann werde ich einfach gucken, einmal generell, wie ich mich fühle, wie mein Magen reagiert, alles Mögliche. Und natürlich auch ein wichtiger Indikator ist, wie die Haut reagiert. Weil wenn ich dann auf einmal wieder Pickel bekomme, dann ist es natürlich doof. Dann heißt es natürlich, dass mein Körper mehr oder weniger allergisch gegen Stoffe in Whey reagiert oder in den entsprechenden anderen Produkten, die ich dann esse. Und dann werde ich das wohl in Zukunft eher meiden. Ja, das werde ich halt nach und nach mit verschiedenen Produkten jetzt machen, die ich und sie dann wieder meinen Speiseplan sozusagen langsam wieder erweitern. Also ich weiß auf jeden Fall, dass das so ist, dass ich gegen hier einige Produkte sozusagen so eine Unverträglichkeit habe, dass ich mich schlechter fühle, dass ich Pickel bekomme, dass ich Blähungen bekomme und so weiter. Und das merke ich auf jeden Fall bei Sachen. Ich weiß jetzt nicht genau, woran es liegt, aber zum Beispiel Duplo oder irgendwelche so pralinenmäßige Riegel. Also wenn ich davon, wenn ich die in etwas größeren Mengen esse, dann bekomme ich gleich Pickel und ich denke mal, oft wird das ja auch sag ich jetzt mal, Milch zugeschrieben. Deswegen, naja, werde ich das jetzt langsam austesten, ein Produkt nach dem anderen oder eine Produktkategorie nach dem anderen und werde mal schauen, wie ich darauf reagiere und dann entsprechend mit dem Resultat, was ich persönlich essen kann und wahrscheinlich, also so verschieden sind wir jetzt auch nicht, könnt ihr darauf auch Schlüsse ziehen, was ihr dann jetzt vielleicht mal austesten solltet. Wenn ich jetzt zum Beispiel merke, okay, ich bekomme krasse Pickel von Whey oder so, dann solltet ihr es vielleicht auch mal austesten, das wegzulassen und gucken, ob die Pickel weggehen. Ich persönlich habe ja die Hoffnung, dass Whey okay ist und weil das und dafür aber andere Produkte, andere Milchprodukte, glaube ich, sind aber trotzdem ein Problem. Ich denke einfach oder hoffe auch, dass Whey durch die Verarbeitung, wie es hergestellt würde, es wird ja nur aus bestimmten Teilen der Milch gemacht, dass die Stoffe da zum größten Teil entfernt wurden, die sozusagen die Unverträglichkeiten auslösen. Ich habe mir jetzt mal Kakaopulver gekauft, weil ich habe bei Joe Pelio gesehen, dass man aus Haselnussmus, was ich ja gestern gemacht habe, und Kakaopulver einen super gesunden Nutella-Ersatz zaubern kann. Guckt euch mal die Nährwerte an, das ist doch voll der kranke Scheiß. Also ich meine, ein bisschen Fett, ein bisschen Kohlenhydrate, aber jetzt Fett 21 Gramm, okay, ist einigermaßen hoch. Kohlenhydrate 12 Gramm ist relativ niedrig und auf einmal 30 Gramm Ballaststoffe und 22 Gramm Eiweiß. Das ist ganz schön eine ganz schön krasse Sache. Also ich meine, hätte ich jetzt nicht gedacht, gerade 30 Gramm Ballaststoffe ist ja echt eine harte Sache. Und naja, auf jeden Fall. Ich werde es mal ausprobieren und war gerade sehr überrascht über die Nährwerte von diesem Kakaopulver. So, wenn ich Whey teste, dann teste ich Whey richtig. Und zwar kommt jetzt das gesamte Eiweiß des heutigen Tages oder fast aus Whey. Und das heißt, heute wird schön 300 Gramm Whey gegessen. So, 300 Gramm Whey. So, es ist angerichtet. 300 Gramm Whey verteilt auf drei Shaker-Bottles. Die werde ich heute im Laufe des Tages trinken, um meinen Proteinbedarf zu decken. Dann natürlich noch meinen schönen Lachs, weil er gut schmeckt und weil da Omega-3 drin ist. Und dann hier mein Gemüse und Obst. Also ich denke mal, keine Ahnung, ich weiß ja nicht genau, ja. Und eine Gurke auch. Wie ich das genau mache. Irgendwie werde ich das alles zusammen basteln und dann noch meine Weintrauben, die noch ein paar Kalorien haben.
So, das ist meine tägliche Portion Gemüse heute. Das sind die 250 Gramm Tomaten, weiß nicht, ein bisschen Brokkoli, vielleicht 300 Gramm oder so, nee, viel weniger, 200 wohl eher. Paprika, vielleicht auch so 250 Gramm und noch was, Eier, so eine halbe Gurke, ich weiß nicht, wie viel das ist. Oh, die Linse ist beschlagen, so ein Scheiß. So, zum Schluss nochmal eine Zusammenfassung von dem, was ich gegessen habe. Hier den Strebellachs, dann die 300 Gramm Whey, entsprechend Weintrauben, dann Gemüse, Tomaten, Paprika, Brokkoli und dann habe ich heute Abend noch ein bisschen genascht hier von 50 Gramm Haselnuss, also entsprechend Haselnussmus, aber das hat vom Gewicht tatsächlich ja nichts verändert. Das Haselnussmus sind ja 100% pure Haselnüsse und auch noch ein bisschen Erdnussbutter. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen, mal schauen. Erdnussbutter steht ja auch im Verdacht, sag ich jetzt mal, nicht so gut zu sein, weil das ja aus Erdnüssen gemacht wird. Und Erdnüsse sind ja Hülsenfrüchte und Hülsenfrüchte haben ja auch solche, ich weiß gar nicht mehr wie die heißen, irgendwelche Stoffe drin, die so ähnlich sind wie Gluten, die halt nicht so gut eigentlich für den menschlichen Körper sind. Aber vielleicht habe ich ja Glück und dann vertrage ich das auch und dann kann ich morgen, wenn es mir immer noch gut geht, wenn wirklich alles super ist, kann ich sagen, okay, ich kann Erdnussbutter ohne Bedenken essen und ich kann Whey ohne Bedenken trinken. Und dann werde ich nach und nach so weitermachen. Aber auf jeden Fall 2450 Kalorien, wieder ordentlich Cardio gemacht heute, deswegen immer noch 2000 Kalorien im Defizit. Und ja, mal schauen, wie das wird.